So, ich habe das Kabel jetzt gewechselt. Man sieht es auch hinten, ne, in der Mitte, diesen Bogen. Das ist jetzt das 1,5 Meter lange Audio Quest Earth. Und ja, ich glaube, ich erzähle mal hinterher. Es ist jetzt eine Stunde dran und ihr könnt ja hören, was sich getan hat. Schaut mal, ob er zum ähnlichen Ergebnis kommt wie ich. Und los geht's. Ja, also ich habe hier Tränen in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so klasse, dieses Kabel. Hat gut auch eine Stunde gebraucht, bis es frei spielte und hat am Anfang auch die Hochton-Zischlaute, die ich also auch gar nicht so gerne mag, deutlich mehr gemacht als mein eigenes Kabel. Aber jetzt verschwunden nach einer Stunde, ganz leicht vielleicht noch so an ein paar Stellen, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch geben. Aber auch im Bassbereich direkt von Anfang an schon. Ganz kontrollierter Bass, also irre. Aber Emotion, die Emotion ist da. Schnelligkeit, stressfrei. Also ich habe ja noch die ganze Scheibe schon durchgehört. Das wurde immer besser. Und von daher kann ich sagen, Leute, die 1000 Euro, die sind mit Sicherheit gut investiert. Natürlich bei der Qualität der jetzt hier stehenden Anlage. Das ist klar. Aber ich kann es euch nur sagen, ich habe jetzt die halbe Nacht vor mir wahrscheinlich, weil ich jetzt durchhören werde. Und gleich dann mal natürlich auch nochmal das Feier dann dran knalle, weil dreifacher Preis, dreifacher Sound. Na, da will ich aber mal schauen. Gut, ich bin gespannt. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Musik mitten ins Herz. Das war's von da. Also, bis dann. Tschüss.